sehr, wenn Kleinbörkel hammelt, aber ist ja, also Barkusen, alles klar. Wie wir es im Mittelalter nennen. Und auf dem Weg nach Hameln von Aachen oder von Soest oder so, muss man über Barkusen kommen. Und dazwischen, in Wangelis, da muss man aufpassen, da war früher der Lager für die Lepra-Kranken. Da musste man immer aufpassen. Da, wo es sowas runtergeht an der Ampel, da war der Lepra. Da waren die und haben gebettelt, alle Leute, die von Barkusen rüber nach Hameln wollten. Deshalb ist Hameln so reich und die so arm irgendwie. Ja, so ist das im Mittelalter gewesen. Man merkt ja tatsächlich noch was auf dem Sofa. Dann, die Frage war, nächste Frage wäre für Hamelense, man fragt nicht, wann bist du der Rattenfänger erstmal begegnet, aber für Leute, die aus Hameln gereist sind, ist die Frage, schon weit weg woanders irgendwie überrascht zu erfahren, dass die Leute dort vom Rattenfänger was wüssten? Absolut, da habe ich eine ganz tolle Geschichte. Gerne. Und zwar bin ich, glaube, es ist jetzt 3 Jahre her, in den USA gewesen. Habe einen Studienfreund besucht in Washington D.C., der arbeitet da für die Weltbank. Ich arbeite im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin jetzt eben der Bundestagskandidat der SPD für die Region. Also, Moment, Bundestag und Wissen, passt das zusammen? Das passt automatisch zusammen. Und wenn du da bist. Die Geschichte ist jedenfalls die, ich war da in Washington D.C. und da gibt es unglaublich viele tolle Museen, so wie das Museum hier hinter uns. Und ich bin jeden Tag in irgendeinem Museum gewesen, während mein Kumpel, den ich besucht habe, arbeiten musste. Und ich habe gesagt, es ist so tolles Wetter, weil die Woche so gutes Wetter war, ich muss auch mal was draußen machen. Und dann war ich in Washington D.C. im Zoo. Und in diesem Zoo in Washington D.C. gibt es ein relativ großes Gebäude, ein großes Haus, wo Kleintiere gezeigt werden. Und in diesem Kleintierhaus im Zoo von Washington D.C. ist eine riesige Wandtafel angebracht mit einer Geschichte. Und das ist die Geschichte von The Pied Piper. Wie er da heißt, nämlich vom Rattenfänger von Hameln. Ich stand mit offenem Mund davor und habe gedacht, eine Geschichte über meine Heimatstadt, 60.000 Einwohner, nicht ganz, oder ein bisschen mehr im Moment, und das hier im Zoo von Washington D.C. Und neben mir, das ist das Spannende, stand noch so ein Pärchen, die kamen aus den USA, und die standen da auch so, weil die gerade gelesen haben, dass der Rattenfänger die ganzen Kinder mitgenommen hat. Und dann guckten sie mich an und sahen, wie ich da mit offenem Mund stand, und mein, oh really? Did he really take all these children? Ja. Und ich habe gesagt, ja, ja. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich auch so überrascht darüber bin, dass er das gemacht hat. Ich habe gesagt, nee, ganz und gar nicht. Ich kenne die Geschichte sehr gut, ich kenne sie von klein auf. Ich komme nämlich aus der Ecke und genau aus der Stadt. Und dann habe ich ihnen natürlich alles erzählt, was ich wusste, was ich hier in der Schule über den Rattenfänger gelernt habe. Und wir haben tollen Eis zusammen gegessen. Und das war in Washington D.C., also selbst in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten kennt man den Rattenfänger. Parallelgeschichte. Und in Wien haben Sie letztes Jahr auch eine Nagetier-Ausstellung in der Zoo in Wien. Und da ist auch eine Rattenfänger-Silhouette in der Eingabe. Also das ist eine gute Parallelität. Aber das von Washington muss ich noch recherchieren und auf meine Karte. Ich habe nämlich auf meine Facebook-Seite der Rattenfänger von Hameln verlinkt. Diese hier. Die Weltkarte des Rattenfängers. Und überall, wo der Rattenfänger entweder hingegangen sein sollte oder wo Sachen sind wie in Washington der Rattenfänger oder in Michigan, wo es ein Glockenspiel, der nahezu ein Duplikat ist von unserer. Aber klingt wahrscheinlich nicht ganz so schön. Nicht ganz so schön. Dieser Glockenspiel gibt es in Frankfurt, Michigan zum Beispiel. Das ist alles auf diese Karte. Man schlägt die Karte auf über Google Maps und sieht diese Nadeln überall auf der Welt, auf allen Kontinenten, wo der Rattenfänger präsent ist. Und als Lokaler kommt man in Staunen dann. Ne? Also das ist so wie ich gestaunt habe, als ich diese große Plakette Ja, also das ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich bin schon hier. Wow. Ne?